Hallo und herzlich willkommen zu Dashboard Heroes Quick Tipps. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr bei Power BI den Drill Through aktivieren könnt. Ich habe jetzt hier zwei Visualisierungen, ein Balkendiagramm und eine Tabelle. Und ich möchte von diesem Balkendiagramm gefiltert, je nachdem, auf welches Land ich hier klicke, auf die Tabelle springen. Hierfür gucke ich mir hier auf der Seite, zu der ich abspringen möchte, im Bereich Visualisierung hier unten die Drill-Through-Felder an, beziehungsweise muss, je nachdem von welcher Kennzahl oder von welcher Dimension aus ich abspringen möchte, diese hier in diesen Bereich reinziehen. In meinem Fall möchte ich jetzt hier von den Ländern den Absprung ermöglichen. Ziehe also auf der Seite, zu der abgesprungen werden soll, die Dimension hier unten in das Feld. Und wenn ich jetzt auf die Visualisierung klicke, mit rechts, dann bekomme ich hier die Option, den Drill-Through auszuführen. Klicke hier drauf und habe alles jetzt nach Land 2 gefiltert. Wir sehen hier unten bei den Drill-Through-Feldern auch nochmal den Hinweis, dass das nach Country 2 gefiltert ist.